Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zum MotoGP 19. Nach dem heutigen sensationellen Rennen am Österreichring geht es bei uns heute nach Deutschland zum Sachsenring. Wir haben hier, ich habe jetzt Training schon gemacht und habe den Rahmen um 1 verbessert. Das heißt, die Fahrbarkeit sollte da ja, leicht spürbar doch erkennbar sein. Quali bin ich auch schon gefahren. Ja, wir starten von 3, glaube ich. Und ja, wieder mal dank Milestone, es regnet. Naja. Gut, macht heute bringe ich mal nur das Rennen alleine, schön kompakt und knackig. Herzlich willkommen. Und es kann durchaus sein, dass ich morgen um die Mittagszeit vielleicht auch wieder streame MotoGP. Vielleicht, wenn ich Bock habe, fahre ich aber auch Formel 1. Müssen wir erst schauen. Stunden ist der Streckenzustand gut und der Start des Rennens ist keineswegs gefährdet. Wir gehen rüber zur Startaufstellung, während die Kameras uns die Fahrer in der Konzentrationsphase vor dem Start zeigen. Genau. So, Marc Marquez auf der 2, ja, und wir wissen ja, im Regen in Barcelona waren sie da ein bisschen langsamer. Aber es ist hier halbwegs okay, weil ich bin die Tests gefahren, zwar mit der Yamaha, wo ich unbedingt hin will, aber mit der Petronas, Teamkollege von Morbidelli und Fabio Quartararo. Quartararo auf 3, auch sensationell heute gefahren. Unfassbar geil, das Duell natürlich Tobi gegen Marquez, legendär. Absolut super. Lass mal kurz überlegen, Rossi und Vinales, wer war da noch dazwischen? Irgendwer war noch, oder war das, na Quartararo auf 3, genau, dann Rossi und dann Vinales. Vinales ist auch nicht vorbeigekommen mehr an Rossi, aber war dran, also die drei Yamaha-Piloten waren da zusammen. Morbidelli habe ich da gar nicht so gesehen mehr, wo der ist. Der kommt nicht ganz so in Tritt mit der Yamaha, anscheinend liegt ihm nicht ganz so. Aber Miguel Oliveira... Sensationell, ja, mit der neuen Schwinge, mit der Carbon-Schwinge hinten, die gefällt ihm sehr gut anscheinend. Er hat gesagt, oder Pete Beirer im Interview, ja, seinen ruhigen Fahrstil kommt die sehr entgegen. Pol Espargaró hat er gemeint, wäre da noch ein, zwei Plätze vielleicht weiter vorne gewesen, aber bei denen hat irgendwie die Elektronik ausgemacht, nach der Rimus-Kurve in der ersten Runde leider. Ja, und auch Pecco Bagnaia war gut unterwegs. Ich glaube, der war kurz hinten. War der hinter oder vor Oliveira irgendwie so? Ich weiß gar nicht genau. Egal, wir starten jetzt da drinnen, liebe Freunde. Ich habe sogar von 97 auf 103 wieder hochgeschraubt vom letzten Rennen. Aber wie gesagt, Regen ist jetzt wieder nicht so repräsentativ, weil ich bin nämlich im Trockenen gefahren mit der Yamaha, die mir besser eigentlich liegt in den Kurven. Und da war ich so um P12 herum, grob. Also kann man wiederum nicht so 1:1 sagen, wie das hier im Regen wieder ist. Äußerst wichtig beim Start, nicht nach hinten durch. Bis jetzt sind sie aber im Regen immer eine Spur langsamer. In Barcelona war es halt extrem. Ja, und jetzt schauen wir mal hier, was geht gegen Tobi und Marquez, liebe Freunde. Es geht mal nix, weil sich gerade der Joystick verabschiedet hat. Ja, nice. Da muss ich jetzt ein anderes Kabel rein tun. Ja, sehr geil. So. Sorry. Wir melden uns von der Startaufstellung des MotoGP-Rennens. So, aber jetzt. Vor dem Start, super Panne hier. Besprechen. Und 100%. Und go. Ja, jetzt geht's. Denken wir schon, der Motor ist heute aber leise. Fahren natürlich ohne Ideallinie. Oh, wenn die schon bremsen, dann schauen wir auch einmal. So, eins ist gut, wenn wir erster gerade sind. Es entsteht zumindest hier hinter uns keine Lücke. Und einer fährt vorne weg zum Beispiel. Oh nein, Pecco Bagnaia stürzt hinten. Schade. Boah, Pramac Ducati, wenn wir ein Angebot bekommen würden, würde ich vielleicht auch nehmen. Boah, alter Schwede. Quartararo, Alter, wo kommt der her? Ja, wenn der jetzt uns das Puffer hat.
Ah, ich glaube, es geht noch, aber ich habe ein bisschen weit geschickt, leider. Warte, müssen wir mal ein bisschen reinkommen gerade. Boah, da drückt es uns raus, alter Schwede. Das ist die Ducati von Tovi, dem Gewinner von heute. Und da ist Rins. Ah, hinten kann auch passieren, dass die KI da weit rausgeht, eventuell. Oh, Alex Rins, auch vorbei bei uns. Quartararo immer jetzt noch Dritter. Schauen, ob wir da irgendwie ein Tobi dranbleiben können. Zum Glück ist es nicht ganz so krass wie Barcelona, Gott sei Dank. Das ist eine erste Säge, jetzt ab da die Links. Vorne geht er noch, aber da die Links-Kombinationen da. Ich weiß nicht, die checke ich irgendwie auch gedanklich nicht wirklich. Also irgendwie, aber sagen wir so, man muss sich da irgendwie so zurückhalten. Man will da immer wieder schneller werden, aber da muss man sich so zurückfahren mit dem Gasfuß, der juckt einfach und es geht einfach nicht. Ach, das ist zu früh darf man auch nicht, aber man darf auch nicht zu spät einlenken. Das ist jetzt ein bisschen das Problem hier hinter der Ecke. Rins noch hinter uns, wo ist Quartararo? Kann der wieder kontern? Der hätte können, ja, mit uns als Buffer dazwischen eventuell auch das Rennen gewinnen. Schade jetzt eigentlich. Boah, und Tovi fetzt da davon hier. Der Desmo Tovi. Aber eines Tages wird es auch den Desmo Böhne wieder geben. Check ich schon im Trockenen nicht, jetzt muss ich im Regen auch noch fahren. Instrument hinter uns. Tovi, glaube ich, kann sich da ein bisschen aufsetzen von uns. Quartararo, glaube ich, hinter Rins. Ja, und dann raus hinter Marquez. Red Bull bleibt, Red Bull sage ich, KTM bleibt jetzt noch bis, wie lang? Sehr lange noch in der MotoGP haben sie gerade beschlossen. Das werden sie wahrscheinlich am Red Bull Ring wahrscheinlich mit der Espeleta, mit dem Chef da besprochen haben oder unterschrieben haben, den Vertrag. Bleiben jetzt noch, ich weiß nicht, noch 7 bis 2025 oder irgend sowas, aber irgend sowas ungefähr. Noch 5, 6, 7 Jahre auf jeden Fall in der MotoGP. Ja, so, jetzt wollen wir wieder auf es reden. Sorry, Freunde. Ach, das ist... Ei. Ich wollte nicht zurückspulen. So, Klappe halten. Ja, das ist genau das, wenn man keine Ideallinie hat. Bei mir zumindest. Dann darf ich auch nicht plaudern. Ich bin jetzt blöd, dass ich mir die Bremspunkte dann auch so einpräge,
dann ist auch immer konstant an. Also, war unten geht's eh und dann auf einmal ist ein kleiner Aussetzer wieder da beim Reden, weil ich gerade irgendwas nachdenke und dann nicht am Bremspunkt bin. Für das ist die Linie natürlich gut. Aber ich kann mich jetzt ein bisschen zurückhalten bis ins Ziel. Und ein bisschen weniger reden. Auf der Geraden kann man kurz schauen. Ja, da hinten raus, Rins. Ah, Quadrabel zurückgefallen, Lineal ist auch nicht berühmt. Spannender Kampf hinter uns auf jeden Fall. Ah, Lorenzo Iannone um die 16. Position. Das ist bitter. Iannone wurde auch überrundet. Weil ich noch mal überrundet wurde, aber den habe ich auf jeden Fall gesehen. Der wurde in der letzten Runde noch überrundet sogar, in der letzten Runde von Iannone. Also das ist dann Höchststrafe. Für die bin ich sowieso zu blöd, egal ob ich jetzt konzentriert bin oder nicht. Klingt, trotzdem treibt es uns da raus. Wo ist denn hier Tobi hin? Das ist ja unfassbar. Da bin ich gerade ein, Freunde, glaube ich. Das ist ja nicht zu glauben! Was fahre ich denn? Aber Rins hat sich da hinten dann schon durchgesetzt gegen die anderen. Überlegung war auch vorne ein Medium vielleicht, aber ich glaube, vorne mit Weichen war die bessere Entscheidung unterm Strich. So, jetzt muss ich kurz konzentrieren hier auf der Ecke, weil wieder meine Lieblingsstelle hier. Marquez kommt da. Aber gut, kein Wunder da. Den Sektor, der für mich unbegreiflich ist, dass da Marquez daherkommt. Ach, Tommy, 10 Sekunden oder was? Ja, nice. Jetzt ist es blöd für die Ecke, nice. Thank you.
Dahinter war ein kleiner Abstand, aber... Jetzt sieht das aus. Vor meiner fährt drüben auch dann ein bisschen leichter hin, dem Sektor. Von 11. Ganz schlecht umgelegt. Ja, Marquez kommt auch nicht mehr hinterher, leider. Boah, da kommt schon Wale hinter uns. Podium wäre natürlich nice. Ah, wieder vertan hier. Können wir noch einmal kontern? Jawohl. Eng bleiben. Vielleicht können wir sie über die zwei Runden noch retten hier gegen Wale. Temperatur, Reifen, eigentlich soweit alles okay. Halbwegs brauchbar erwischt hier. Das ist auch so eine Ecke, wo man oft, oder wo ich jetzt oft zu weit gehe irgendwie. Ja, verdammt nochmal. Rins vorbei und raus hier da hinten, aber auch ein Zweikampf, glaube ich. Letzte Runde. Knapp an der Boxenmauer. Ja, noch ein Podium wäre natürlich extrem geil. Dann wird vielleicht das Interesse an uns auch ein bisschen höher und vielleicht bekommen wir das ein oder andere Angebot besser dann fürs nächste Jahr.
Yokohama, vielleicht auch LCR unter Umständen. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu Honda gehen, aber ja, schauen wir einfach mal, was wir bekommen. Schauen wir die Lieblingsecke da hinten. Rossi ist hinter uns. Jawohl, dann nehmen wir den Dreier noch mit hier. Während die Fahrer geil auf der EM-Runde ihre Fans grüßen, werfen wir einen Blick. Boah, doch wieder eine Sekunde schneller hier. Aber die hinteren drei, ja, die hinteren Takagi Nakagami auf der 8 auch. Ja, Petrucci, oh, heute ja in Österreich auch schlechte Leistung von Petrucci, aber hinter Oliveira, glaube ich sogar. Verstehe ich nicht. Aber bitte. So. Jo, Tobi, alles gut. Marquez vorbei an Rossi, ja, Marquez, gut dabei, knapp auch hinter Rins, aber Tobi einfach noch immer OB, gut. Heute kann man schwer sagen, weil er nur die KI im Zweikampf wäre nice gewesen, aber er ist vorbeigefahren, aber gut, man hat an der Rundenzeit auch gesehen, oder? Dass er OB war. Naja. Hier auch Ducati natürlich vorne. Der Platz ist gut für die Moral des Teams. 16 Punkte für die Wertung und das Wissen, dass sowohl Fahrer als auch Bike äußerst jawohl, am Podium sind. Der großartige Dovizioso holt sich das oberste Treppchen auf dem Podium. Wow, was für ein Rennen hat er uns da heute gezeigt. Reife Leistung, Andrea. Mhm. Bravo! Tobi! Tobi von Anke, sind wir heute eigentlich? Nur der Dreier sind wir. Ja. So. Weiter geht's in Brno. Sorry, das war jetzt ein kleines Break. Ja, ich lade gleich hoch. Ich habe keine Zeit leider zum Rausschneiden. Da war ganz was Wichtiges gerade. Sorry. Und es geht weiter nach Brno, da freue ich mich schon drauf. Ja, ein paar Übungsrunden wieder vorher drehen, dass wir da gut drin sind. Und Kaiser Tobi gewinnt und fliegt
Lütti. Okay. Können wir da nicht irgendwo die besten Listen anschauen? Lütti Schröter. Oh, Marquez auf der... Oh, spannende Moto2-Saison. Sehr geil. Sehr geil. Das muss ich mir erst anschauen. Habe ich leider noch nicht gesehen, die Rennen. Ich habe nur gehört, wer auf der Moto3, glaube ich, gewonnen hat. Ich glaube, Finati sogar. Oder du, habe ich, glaube ich, auch gehört. Bin mir nicht ganz sicher. Muss ich mir erst noch anschauen. Da kann ich mir vielleicht beim nächsten Mal dann berichten. Boah, hab ich wieder auf B drückt. Ich glaube, wir sind ja schon draußen. Gott sei Dank. Jo, das war's, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal in Brno. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sorry fürs kleine Break gerade. Und ja, morgen oder übermorgen, Montag oder Dienstag, fahre ich sicher auch wieder mal am MotoGP. Bis dann. Ciao, ciao.